Mein Emil, der meckert mir so bremütig an. Mein Emil, der hat keine Scham. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin da nur dein Mann und ich möchte von der Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit einem Wort appetitlicher, dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, sagt er, lass mal operieren. Ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wehen Emil sein Ohrenschnittchen lust. Ich lass mal nicht den Fett aus der Oberschenkel kratzen, wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst, ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Bei Dr. Veilchenfels und ließ sich auch hübsch operieren. Die dustliche Emma jagt dem Veilchenfels erjählt und nur glaubt, sie kann sie jeden Mann verführen. Man hat ihr vermanscht in der Charité. Sie war schon mies, aber nur erst nie. Jetzt hat sie einen Bauch wie ein Kerl und einen Podex wie ein 16-jähriges Junge. Ich lass mal nicht den Fett aus der Oberschenkel kratzen, wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst, ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Ich werd doch mein Leben nicht bei so einem Doktor gehen. Ich denk nur immer nach und ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so ein vermanschtes Ding hier fällt. Aus Liebe ans Messer, ja, da lach ich nur. Ein richtiger Mann sagt, ich will Natur und macht da nicht von selber. Tam Tam hilft ihm auch die neue Brust nie auf den Damm. Ich lass mal nicht die Nase verbranzen. Wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Ich lass mal nicht den Fett aus der Oberschenkel kratzen. Wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon in meiner Brust. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust. Wehen Emil seine Ohrenschnittchen lust. Können wir schon lange und vielleicht näher
ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Ihr macht rennt raus, ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Ihrsein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten längst schon fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Sein. Ja, raus mit den Männern.